Moin, moin. Hier ist wieder euer Robin für euch. Ihr könnt euch noch an das lange Video erinnern, was ich gemacht habe. Da habe ich so ein bisschen nach Phoenix nachgebaut. Der hat gesagt, BFZ erst nach Tier 2. Jetzt habe ich mit meinem Kollegen geschrieben. Er hat gesagt, große Mangopopulis mit Boosterung. Und dann bauen, was geht. Muss ich mal gucken. Genauso sieht es nämlich aus. Die mit Überboosterung. So. Sehr schön. Ja, ich weiß nicht, ob der Kollege reinkommt. Sonst probiere ich es erstmal nochmal alleine. Sehr schön. Nee, das Ding ist. So, jetzt habe ich zwei BFZs. So, und jetzt ist das Ding, ich habe 21.000. Was gar nicht mal so schlecht ist. So, jetzt hüpfe ich da unten wieder rein. Du kannst gerne reden, alles gut. Muss ich erstmal die Webcam hier verstellen. Weil ich jetzt da unten ja baue. Das heißt, kommt hier unten in die Ecke. Und dann schaue ich mal, wie es jetzt weitergeht. Ich weiß ja eigentlich, die BMZs sind super. Die könnte ich auch ausbauen. Oh, hier im Akumopolis kommt hier hinten gar nicht an. Okay, alles klar. Spannend, spannend, mein Freund. Aber schön, dass du da bist. Ja. Oh, also, ich habe jetzt mal nicht auf Phoenix gehört, nur die erste Runde. Habe jetzt quasi BFZ nach Tier 1 gebaut. Habe jetzt zwei BFZs, Mangopopulis. Und drei Farmen 203, davon steht 2 in der Range. Hab jetzt 20.000 und Runde 60. Also ganz was anderes. Als was ich vorhin gebaut habe nach Phoenix. Also ich jetzt zwei, willst du ja den Avatar of Wrath nehmen, also den Zorn-Avatar-Druiden. Ja, genau. Ich hatte den. Du hättest ihn hier oben hingestellt. Ich hatte ihn noch 5-mal verstärkt.
mit Affendorf und Alchemisten dazu und der hat den ziemlich gut auseinandergenommen. Also reichlich schnell tatsächlich. Ja, das weiß ich. Ich hatte den nur provisorisch hier gut. Weil hier sollte eigentlich der Druide stehen. Nach Phoenix. Hier, da wo jetzt hier der Kollege steht. Ja, ich habe meinen noch mittiger gestellt. Ich hatte meinen da stehen, wo bei dir der übertakten Engie steht. Also quasi so ziemlich direkt in die Mitte. Na okay, nach der nächsten Runde wäre der verkauft worden. Laut Phoenix. Ja, so da ungefähr, genau. Ja. Damit der halt möglichst in der Mitte steht und eben sehr viel Schaden macht. Oder genug Zeit hat, um Schaden zu machen. So. Ja, ich sag mal so, steht alles schon sehr safe hier. Du würdest trotzdem übertakten. Nicht übertakten, mach mal auf jeden Fall. Das heißt, du würdest jetzt die fünf Druiden bauen. Das wäre jetzt ein bisschen doof, aber gut. Ich hab ein Rabattdorf gebaut, die sechs Druiden und einen Alchemist. Also hier so ein Rabattdorf, so ein. Genau so eins. Warte, komm ich rein? Bin ich drin. Gut. Du hattest dann 104 gebaut, oder? 202 hatte ich. Also 202, gut, habe ich auch. Gut. Ist natürlich jetzt ein bisschen. Aber gut. Ist auf jeden Fall in der Range. Alles gut gebaut hier. Gut, dann schauen wir mal, dass wir ein paar Druiden hinbekommen. Nee, ich habe jetzt wirklich gesagt, die erste Runde baue ich nach Phoenix. Und dann versuche ich wirklich ab der zweiten Runde BFZ zu bauen. Weil du hast ja gesagt, das könnte effektiver sein. Zumindest habe ich das so gemacht, auf jeden Fall. Ja, Phoenix hat ja wirklich, Phoenix hat da sehr viel, wie soll ich sagen? Etwas spannend. Und ich habe ja gesagt, nach Tier 2 hätte ich die hier verkaufen sollen und dafür die BFZ kaufen müssen. Und ich habe es halt echt verschwitzt. Ja. Das sind halt 10 Runden, wo du von der BFZ keine Geld bekommst. Ich weiß gar nicht, wie viele BFZs ich bis Runde 59 draußen hatte. Ich glaube, irgendwie 4 Stück oder 5 vielleicht. Also, einige. Gut, dann. Jetzt hatte der hier oben, der Kollege, einen Dingsaffen. Einen, auf 402. Ein Brittle, ja. Meinst du, das macht Sinn zum Runterkühlen? Zum Runterkühlen nicht mehr unbedingt. Der hat dann einfach die Fähigkeit, dass alle Affen, die quasi von diesem Eisaffen getroffen werden, eben extra Schaden bekommen. Ich denke mal, das war der Hauptgedanke dahinter. Okay, ich habe keinen Plan. Ich habe es wirklich einfach nur mal nachgebaut und habe gesagt, komm. Also, das steht schon mal. Der ist natürlich jetzt nicht auf Zornvater, ist natürlich doof. Jetzt ist die Frage. Nein, ich verkaufe nichts. Ich könnte natürlich, die sind 15.000, reicht aber trotzdem nicht. Aber normalerweise sollte ich ja über die Übertaktung ja Geld bekommen. Ist natürlich jetzt ganz doof. Weil ich es nicht so gebaut habe wie er. Ja. Ja, der macht sehr gut. Ja, deswegen habe ich ja jetzt gespart.
Du kannst, wenn du möchtest, das über Takt noch auf den Zorn-Avatar rüberwechseln, damit er noch ein bisschen mehr Schaden macht, aber der sollte ihn auch so umgehen können. Ja, ich sag mal so. Je nachdem, wie viel er steht. Ja, deswegen hab ich. Oh, 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 oh. Okay, gut, das war irgendwie klar, weil ich nicht aufgebaut habe, so wie er. Gut, Korb? Ja, du kannst probieren. Ich sag mal so, ich habe eigentlich alles sehr weit schon geschafft. Wenn du überlegst, mir fehlten 4 Millionen. Ich hatte 1,6 Millionen und war zu überlegen, baust du jetzt den Druiden Paragon? Und ich hab einen Zauberer gebaut. Den hatte ich nämlich auch erst vorzubauen. Der Kollege wollte halt einen Dark Paragon. Eigentlich auf Stufe 60, ich hatte 21, weil ich nicht viel Geld hatte. Dann hatte ich das Schiff auf 21 und na, das Schiff hatte ich glaube ich auf 12 oder so. Ah, war nicht, ja. Siehst du, das Video ist auch schon online. Nein, ich hatte Schütte 5 hatte ich genommen, einen Boomerang auf 66 und einen Magier auf 54. Die haben sehr guten Schaden gemacht. Ja, der Kollege hatte halt 4 Millionen. Weil du kannst halt in der Zeit zwischen diesen Schädelphasen kannst du halt so 3, vielleicht 4 Fusion-Fähigkeiten, also 3 bis 4 Fusionsfähigkeiten rausbekommen. Mhm. Oder eher 3. Und dann, er muss da gucken, dass diese 3 Fusionen halt gut sitzen, damit du ihm sehr, sehr guten Schaden machen kannst. Also am Ende hatte der Magier, ich glaube, 15 Millionen und der Boomerang hatte 25 Millionen, weil ich den Boomerang eben auch für Tier 4 benutzt hatte. Okay, ja, also ich habe halt nachgebaut komplett und habe halt... Das war das Problem bei Tier 4, ich musste halt sehr lange warten, weil ich halt die kompletten 1,032 Millionen eben in den Cash-Slider, also in diese Geldgeschichte reinstecken wollte, damit der halt maximales Level kriegt. Deswegen ist Tier 4 bei mir erst sehr spät draufgegangen und ich habe nebenbei einfach weiter Farmen gebaut und dann ging das. Also ich fand schon krass, dass ich nur noch 4 Millionen auf der Uhr hatte. Ja. Schon nicht schlecht, ja. Ja, ich sag mal so, wirklich nach Tier 2 sagte er, diese 204er verkaufen, das waren bei mir 4 oder 5, dafür BFZ nach Tier 2 kaufen. Fand ich so, okay. Übrigens, du darfst. Ich hab einfach direkt nach Tier 1 angefangen. Ja. Direkt nach Tier 1 einfach BFZ. Quatsch, Mankeopolis, BFZ und gut. Hab ich ja auch gemacht jetzt ganze Zeit. Gut. Aber ich könnte. Wenn du gleich. Ich hoffe mal, das passt. Ich bin wahrscheinlich oben. Hoffe ich mal. Wäre, glaube ich, sogar besser. Oder? Ja. Kann ich okay. Da hin? Ach, das wird ja, sehr schön. Sehr schön. Achso, ich habe ja auch einen gratis Affen. Jetzt spielen wir ja ganz anders. Warte, ich stelle meinen auch dahin. Warte, ich muss ein bisschen höher. So, wie gehen wir jetzt vor? Also, Runde 1, 5, 0, 2, Sniper? Nicht 502. 205? Sniper? Jo. Runde 2, hier Druide 015 plus Druiden 0. Sonavatar und Platzlust, ja. Ja, genau. Geld für die Plantage. Kannst du haben. Sehr schön. Ja, aber Sauda macht richtig Spaß. Hätte ich jetzt mich auch gefreut, ich wäre auch davon ausgegangen, dass Dings kommt. Hier unser ganz spezieller Freund, aber Gott. Habe ich extra trainiert für. Na gut. Ich wollte auch keine Insta-Affen einsetzen. Weil. Jetzt sag mal, warum benutzt man beim Elite keinen Helden? Man kann man, muss man aber nicht. Der Schaden, den der am Ende machen wird, der wird sowieso nicht so fürchterlich nennenswert sein. Na, die Paragone haben schon. Dann bitte einmal wieder Geld, damit ich meine Farm weiterbauen kann. Ja,
Genau, das läuft jetzt so wie immer. In den ersten zwei Phasen oder so werden wir das Farm wieder bündeln und dann am Ende können wir wieder beide ordentlich Geld machen. Genau. Funktioniert im Endeffekt so ein bisschen wie der Face letzte Woche. Ja. Halt, ohne Ben. Aber ich glaube, heute ist einfacher als letzte Woche, oder? Ich fand letzte Woche leichter. Der war halt super entspannt. Diese Woche ist auch an sich voll okay, aber ja, ein bisschen der nervig, Boss weil es halt ist. Der Boss selber ist halt nervig. Du wolltest ja mich auch schulen auf Farmen. Also im Prinzip habe ich das Farmen ja verstanden. Aber es ist halt ein bisschen schwierig, weil ich immer Angst habe, ich muss Verteidigung bauen. Wer braucht schon Verteidigung? Nee, ist ja. Ich habe die Geld für eine zweite Farm. Ja. Und noch müssen die ja sowieso nicht pixelperfekt stehen. Nee, hier. Ist ja egal. Es geht ja eh nachher. Ich weiß gar nicht, wo ich meine Kamera hinstellen soll. Ich glaube, ich stelle sie da oben hin, weil da oben baue ich ja eh aktuell nicht. Ich sag mal so, du spielst das ganze Ding auch ganz anders als. Ja, kannst haben. Schick dies rüber. Ne. Ich schick dir das halt. Der Phoenix. Ich habe mir Phoenix angeguckt und Punji hat sich ja auch nachgebaut. Und ich fand Phoenix dieses Mal ein bisschen einfacher, wenn man aufgepasst hat. Ah, das ist. Ja, aufpassen. Aufpassen ist generell eine gute Idee. Weil Tier 1 muss ich während der Phase was bauen. Und ja. Ja, bei mir läuft es halt allein deswegen entspannter, weil ich halt mehr Affenwissen habe. Na, ich bin ja jetzt auch dran. Ja. Ich mache jetzt erstmal die beiden letzten Heldenwissen. Ich werde noch hin, nee, also. So, jetzt ist die große Frage, kann ich da eine. Ja, kann ich, sehr, sehr schön. Wieder so ein richtig schön dicke 12 Farm Monkey Opolis bauen. Oh, schön. Alles gut. Wir haben Affenwissen. Ich bin ja auch nicht ganz unbeschollen. Aber ich krieg halt nicht alle. Okay. Wir sollten ja nachher was zurückbekommen, eigentlich. Drei. Brauche ich noch eine vierte erstmal? Ah. Wen hast du da bitte? Quincy dabei. Ja, wenn du willst, kannst du deinen Quincy mit dazustellen, dann macht der noch ein bisschen Schaden. Na, ich sag mal so, ich kann jetzt auch den Dartaffen. Ich hab den ja jetzt schon auf 002. Ja, Armbrust ginge auch. Dann mach Armbrust von mir aus. Weil dann ist der soweit durch. Ich sag mal so, ich könnte auch auf Quincy. Aber gut. So. Na, ich finde halt Quincy ist ja ganz nett, aber. So, ja, die... Sauda ist halt einfach besser. Ja, ich glaube, hätte ich Sauda gehabt, wäre das ganz einfach gewesen. Map-Teilung ist jetzt ein bisschen doof, jetzt muss ich hier sehr viel gucken gerade. Ja, ich weiß, weil du diesen Rundung bauen willst eigentlich. Ja, ich muss halt gucken, dass ich quasi genau die eine Pixelbreite treffe, auf der ich eine Farm bauen kann. Ja, glaub schon. Was ist denn? Warte ich doch gerade. Alles gut, heute habe ich nicht mal Stress. Also, ich sag mal so, wenn wir es heute nicht schaffen. Dann ist es egal, dann ist es für mich abgehakt. Ich war ja kurz davor abzuschließen. Also. Es fehlt mir vielleicht 1 Million oder so an Geld. Das heißt, du baust deine Plantage schon von vornherein so,
dass du nur die Mopolis in die Mitte setzt, fertig. Moment. Ja, nach T1 werde ich dann alle Farmen verkaufen, den Mankiopolis bauen und dann BFZ weg auf BFZ. Also setzen. Quasi so wie ich es auch vorhin hatte. Our story begins. Oh, was ist das? Right, what's next? Was ist das? Das ist Idjan. Okay. Wonderful! Are you kidding me? Nothing gets past my bow. So, jetzt können wir erstmal laufen lassen. Ja, bis Runde 28 dann Blei kommt, da brauchen wir noch was für, aber wird schon. Ich sag mal so, ich rede immer von Phoenix, er hat bis Runde 28 quasi einen Sniper gesetzt und ein Boom. Fertig. Ich bin noch am stärksten, am besten und dann geht das. Nice. Zack. Ich bin ja nicht untätig geworden. So, jetzt hat er irgendwann hier auf 1, 2, 0 und hat das dann nachher verkauft, den Sniper, und hat einen neuen Sniper gesetzt. Ja, so kann man es auch machen. Jetzt, wenn du Geld brauchst, ich hab wieder über. Also. Ja, gerne. Weil jetzt habe ich meine Spielereien auf dem Feld. Ich hab mein Dings 023, mein Wurfballaffen. Ich hab meinen Sniper. Warum machen deine Banken Leben und meine Banken haben nie Leben gemacht? Ich glaube, das ist Affenwissen. Okay. Da gibt es irgendeinen Punkt, den du skillen kannst, dass die Marktplätze zusätzlich noch Leben generieren können. Ich meine, das ist Affenwissen. Aber. Okay. Ja. Komm, bau aus das Ding. Ja, mal gucken. Vielleicht kriege ich noch eine 6. raus sogar, aber ich glaube 5 sollten auch gehen. Und der Vorteil, den Etienne uns dann übrigens auch später geben wird, also der Held, der bei mir da unten sitzt mit seinem Buch, ist, der hat ab Level 8 eine Fähigkeit, dass der allen Affen auf dem gesamten Bildschirm Enttarnungsfähigkeit gibt. Das heißt, alle Affen auf dem ganzen Bildschirm können Tarnung sehen von sich aus. Oh, das ist gut. Das ist ziemlich, ja, also Etienne ist sehr gut als Unterstützung tatsächlich. Eben wegen dieser Fähigkeit, dass alle Tarnung sehen können. Da braucht man irgendwie sich nicht Gedanken machen mit Dorf und so. Das ist ziemlich praktisch. Ja, wenn du dann irgendwie nach deinen Affenpunkten ein bisschen Geld über hast, Etienne ist auch eine Idee. Ne, ich denke mal, ich werde erstmal auf Ball der Helden gehen. Letzten beiden Heldenpunkte. Und dann mal gucken. So, jetzt stelle ich mir nämlich die Frage: Verkaufe ich jetzt schon den Sniper und gehe direkt auf den anderen Sniper, auf den richtigen? Auch wir warten noch die Runde und dann können wir. Ja, klar. Was kriege ich denn hier für 949? Woo! Ja, ich kann dir gleich noch irgendwie 4.000, 5.000 geben. Alles gut. Ist okay, wenn noch ein kleines bisschen durchkommt. Ja, alles gut. Wir haben ein Mana-Schild. Ja, genau, wir haben ein Mana-Schild. Wir können Leben regenerieren so ein bisschen. Gut. So, bevor wir hier Mist machen. Machen wir besser 205 oder machen wir. Weil wir machen erstmal 204 und dann gebe ich dir das Geld, dann machst du 205. Oder okay. Ja, ich gebe dir dann gleich einfach das Geld, sobald wie es kommt, und dann wird das schon. Alles gut. Ich bin auf stärkster? Ja, sicherlich, warum nicht? Okay. Also das dauert jetzt kurz, bis wir den zusammen haben. Notfalls kann ich noch ein, zwei Farmen verkaufen. Würde ich nur ungern machen, aber ja, auch eine Möglichkeit. Da geht einiges durch. Ja. Ungünstig. Magnificent. Das war jetzt ein bisschen kacke, aber gut. So, jetzt gehe ich wieder auf den Farm. Awesome!
könnte ein bisschen spät werden, aber ich glaube, das ist auch okay, denke ich. Wenn wir dann herausfinden, ob das auch okay ist oder nicht, kann ich das gleich haben. Aber der sollte jetzt nicht den machen. Wenn der nicht mitten im Stein steht, das ist so ätzend. Deswegen hat der Kollege Phoenix unten rechts immer einen normalen Affen gestellt. Unten rechts in den Busch. Damit. Ja, können wir auch gern kurz machen. Aber es ging jetzt weniger gerade um die Betäubung, sondern mehr um den Stein, den der geschmissen hat. Weil, wie du gerade siehst, der Elite Defender steht in diesem Stein drin und das ist echt blöd. Wenn er halt in diesem Stein drin steht, dann ist das echt schrecklich. Also, ja. Das Geld, aber hey. Runde 50, komm schon bitte. Sniper, geh auf den Boss. Ah, nicht vor Runde 50, schade. Okay. Ich hab den Heli einfach nur schnell gebaut. Das sollte eine okay Basis sein, hoffe ich. Wir haben aber auf jeden Fall wieder Runde. Und was fliegt denn da unten für ein Tier? Hilfe, was ist das? Ist das von dir? Ich weiß nicht genau, was du meinst. Wenn du diese beiden Drachen meinst, die sind von Etienne. Ach so, okay. Ja, normalerweise hat er Drohnen, aber das, mit dem Skin sind das ja jetzt Drachen. Ah, okay. Es gibt auch einen Alien-Skin für den, der hat der UFOs. Also. Nicht. Na, komm schon. Ich würde halt gerne beim Helikopter bleiben, aber es bringt nichts. Für später. Dieses Dorfplacement jedes Mal ist so nervig. Ja, ich weiß. Ach, du hast schon Druiden du hast einen Druiden gebaut. Genau, ich hab einen Druiden dahingestellt. Aber das ist so ein Dschungeldruide, der trägt jetzt gleich die Runden ein bisschen, das Kleinvieh. Noch einen Dreifachen raus? Ich glaube, dann will ich den da anstellen. Einen Dreifachen raus, sehr schön. Gut. Ja, Blumenfall ist auch nicht schlecht. Zack. So, und alles andere darfst du jetzt bestimmen. Den Elite-Sniper verkaufen, bitte. Ja, hab ich auch überlegt. Ja. Dann kannst du... Wie viel brauchst du? Ich habe jetzt 20.000. Ja, gib mir ruhig einfach erstmal. Komplett? Ja. Jetzt muss ich da erstmal wieder den Pixel suchen. Ich hasse das. Hatte ich vorhin auch in der Runde. Das so. Problem ist, bei Blastapopoulos, der verschiebt die Falle immer wieder zurück. Ja, weil der die Reichweite kleiner macht. Okay. Oh, so, das muss gehen. Haben wir was gegen Tarnung? Gegen links? Oder hat er die Fähigkeit schon rausgehauen? Ah, okay. Alle er Affen hat schon, Blut. Der hat schon globale. Okay, das genau. Ist. I am Quincy. Son of Quincy. Das Ding hat sich noch verkauft. Sehr schön. Gut, und jetzt gucke ich, dass ich auf nächstes BFZ spare. Ich halte mal meinen Finger auf die. Links, auf die. Das ist natürlich jetzt ganz doof. Ich hätte, glaube ich, mal die Blumenfalle nach vorne bauen müssen, oder? Ja, ich glaube, ein Stückchen weiter vorne wäre okay gewesen, aber ja, das wird auch gehen, denke ich. Ja. Incoming! Das Geld nebenbei bitte immer schön wieder weiter an mich, damit ich erstmal weiter farmen kann. Warte mal, bevor du startest, weil dann. Ich habe gelernt, wenn man drauf hält, dann gibt's mehr Geld. Stimmt das? Drauf hält inwiefern, wenn man drauf hält? Ja, auf hier diese Blumenfalle. Wenn du die selber einsammelst, dann macht die mehr Geld, als wenn die sich automatisch einsammelt. Ja, doch. Okay, ist bestätigt? Okay. Ja.
aber ich bin mir ziemlich sicher. Ich meine, du kannst theoretisch auch Bananenfarmer nehmen, der sammelt im Fall tatsächlich auch ein. Ja. Das ist ja gleich die Frage, brauche ich noch ein viertes BFZ oder haue ich über Takten raus? Ich war nämlich auch schon kurz am überlegen, ob ich über Takten raushaue. Ach, ich baue noch ein viertes, das sollte gehen. Soll ich über Takten raushauen? Kann ich dann an deine BFZ? Das weiß ich tatsächlich gar nicht genau. Achso, ich habe irgendwie alles Geld rübergeschmissen. Ja, passt schon. Ja. So, zack. Ja, eine BFZ kriege ich auf jeden Fall noch raus. Oh, drei Runden. Wie viel fehlt dir noch? Warte mal. Also ich habe noch 3.000. Das heißt, es würden noch 16.000 fehlen. Plus die... You didn't see that coming. Was ist denn? Nein, ich stehe minimal zu weit unten. Der passt da nicht hin. Oh, wie ärgerlich. Ja, dann, ja. Ha! Also ich könnte jetzt so. Über Takten machen. Ja, ich baue mir auch mal einen Übertaktaffen im Doppel. Machst du? Dann, wenn du über. Jetzt die Frage, wenn du übertaktest und ich übertakte, haben wir dann doppelt Übertaktung? Ich glaube nicht, dass sich das auf dem gleichen Turm skaliert, aber. Nee, ich glaube, es reicht, wenn ich erstmal übertakten habe. Okay. Ich meine, wir wollen jetzt sowieso erstmal sparen für den Großfrieden. Ja, klar. Für den Avatar. Verkaufe ich einmal meinen Dude. 24.000. Ja, die machen wir noch. Krieg ich da noch einen einfachen Rabatt drauf? Ich glaube, ich krieg da nur einen einfachen Rabatt. Warte mal, wie weit könnte ich? Ich könnte mit der Blutfalle noch weiter nach vorne. Das wird sich gleich sowieso erledigt haben, weil Blaster ja die Reichweite verringert. Nee, ich stelle ihn. Achso, ja. Und auch wieder. So, wo können da jetzt noch. Könntest du eventuell deinen Armbrustaffen verkaufen? Der steht gerade leicht im Weg. Steht der im Weg? Ja, schon ein bisschen. So, ja, wie viele Druiden kriege ich da jetzt noch in die Reichweite? Einen. Also ich habe immer 5. Nee, also du kriegst da 5 in. 5 bis vor der Kurve. Zwei. Ja, das Problem ist halt, wie gesagt, dadurch, dass die Map geteilt ist, kann ich ja nicht alles dazu bauen. Ja, du kannst mir sagen, was ich bauen soll. Eventuell müsstest du quasi bei dir da oben noch ein paar hinbauen, sodass die in der Reichweite von dem Druiden sind. Wenn der Druide da ist. Achso, der Druide steht ja da unten, oder? Ich werde einen von den mittleren zum Zorn-Avatar machen. Okay. Warte mal, ich baue nochmal schnell ein Rabattdorf auf, so. Du kannst dir am besten irgendwie rechts neben Quincy stellen, so ein, zwei Stück. In Reichweite von dem Rabattdorf am besten. Wenn du mir Geld gibst. Achso, ja. Sorry. Nö, alles gut, alles gut. So, ich guck mal, ob ich die direkt nebeneinander bekomme. Ah, ich glaube, da passt nur einer hin, leider. Ah. Sonst notfalls verkaufe ich die Bananenplantage noch kurz. Aber hier. Auf 104? Ich glaube, 004 wird sogar reichen. Ich glaube, wir sollten ein bisschen Geld sparen erstmal. Gut, steht. Da ist auch überall dran. Gut. Ist der bei plus 4? Ach komm, ich verkaufe die noch kurz. Ist denn jetzt ärgerlich, aber ist so. Wie viel fehlt? Kriegt sogar einen dreifachen. Wow. Wir haben doch schon 5. Ich baue trotzdem nochmal ein, weil es kann sein, dadurch, dass der Blaster halt die Reichweite verringert, dass nicht alle davon betroffen werden. Okay. So. Muss ich gucken, dass ich schnell viel Geld mache. Incoming! Ich schnell Geld mache. Is that all you got? Wie viel brauchst du? Ich brauche jetzt
Ja, ich brauche jetzt noch knapp 25.000, also das kriege ich zusammen, denke ich. Headshot! 20.000 brauche ich noch. Ja, das sollte gehen. Auch kaputt. 9.000. Du kannst mir ruhig noch dein Geld geben, dann haben wir ihn etwas schneller. Ich wollte nämlich gerade sagen. So, gib ihm. Oh, weh. So. Und der sollte den jetzt ziemlich gut ziehen können. Kann schon mal. Übertakten, genau. Kann auch theoretisch gleich den AOW einmal overclocken. Das wäre auch eine Idee. Ah, sieht doch gut aus. BFB incoming, you got? Ja, ich muss ja jetzt nebenbei versuchen, weiter Geld zu bauen. Das ist ein bisschen stressig, aber. So. Ah, verdammt, jetzt habe ich genau den Geld verpasst. Egal. Geht hoffentlich trotzdem. Is that all you got? Yes, incoming! Ich verstärke mal hier oben gerade mal ein bisschen die Kollegen. BFB incoming! Mit dem Alchemisten. Da drunter ist auch ein Druide. Wo ist denn der Blaster? Lebt halt sehr viel länger als mir lieb ist. Könnte ein bisschen problematisch werden. Ja, alles gut. Viele Steine darum liegen auch. Ein Stein halt. Okay. Runde A72, das könnte echt ätzend sein. Nächste Runde ist ja schon Dart Paragon. Oder? Achso, das ist gar nicht meiner. Ne, das sind beides meine. Weg, weg damit? Ja, die können weg. Sind meine. Alles meins. Ich den einfach noch, der macht die Verteidigung. You want some? Hast du jetzt keine. Da passt du doch vorhin eine Farm hin, warum passt die da jetzt nicht hin? Jetzt bin ich gerade schon mal am Überlegen. Passt denn jetzt keine Farm mehr hin? Ah doch, ich hatte Pixel gesehen. Ich geh jetzt schon Richtung Armbrustmeister. Ja. Yep. Schon mal für gleich. Ja, ich muss gerade erstmal diesen doofen einen Pixel suchen. Ja, Pixelarm. Da war er gerade. Da war er gerade. Wo ist er? Ich hab ihn gerade gesehen. Meine Güte. Ja, Pixelsuche ist manchmal. Naja. So eine nervige Fummelarbeit. What next? Ja, aber. Manchmal hilft es dann doch echt, wenn man diesen einen Pixel findet, weil das ist Geld. Ja, an sich schon. Baue ich halt erstmal dahin, meine Güte. Ich werde nachgucken, ob ich den finde oder nicht. Ja. Da wäre quasi oberhalb von dem Ingenieur, quasi zwischen dem Ingenieur und Etienne. Da passt so eine Farm hin, aber das ist halt so ein Pixel. Soll ich da hinbauen? Nee, kannst du gar nicht, weil die Map geteilt ist. Da kann ich auch noch eine hinbauen. So sehe ich das auch. Oh, du hast wieder eine tanzende Banane, genau. Ja, mein Bananenbauer. Jetzt macht mich gerade so fertig. Ich will. Warum nicht?
Findest ich will du? Halt auch nur, ich will auch nur ungern meinen Ingenieur verkaufen. Wo das steht denn? Halt, ach, der Ingenieur da oben. Ah! Ja, weil ich will halt zwischen dem Ingenieur und Etienne will ich halt noch eine Farm bauen. Das geht, aber das ist halt ein so ein Pixel, den ich nicht finde gerade. Okay. Spannend. Sei froh, dass ich vorhin so schnell reagiert habe mit dem Helikopter. Ach, schön. Ja. Christa? Oder? Nee. Warte. Ja, dann halt nicht, dann muss ich den halt einfach verkaufen. Achso, das ist deine leider. Seite, okay, schade, gut. War halt jetzt leider ziemlich verschwendetes Geld, aber... Alles gut. Hilft halt leider nichts. Wenn das irgendwie nicht funktioniert, dann, ja. Passieren jetzt wieder dazwischen, Ingenieur? Ja. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich auf einem Pixel. Das hört sich schön nach Übertakten an. Ja, ein einfaches Unterreichen gerade. Auch immer toll ist das Geräusch, wenn die Strecke voll kleist mit ihrem komischen Schaum. Das ist auch immer cool. Is that all you got? Incoming! Sache, aber das ist mir egal. So. Wahrscheinlich habe 28.000, ich habe zu viel Geld. Muss mehr Geld ausgeben. Also, ich bin am Überlegen, mache ich jetzt gleich einen Armbrustmeister oder fange ich an zu farmen? Ich glaube, das Farmen verschieben wir noch auf nach Runde 80. Danach kannst du gerne. Danach kann ich den Haufen Geld drüber schubsen und du farmst ohne Ende. Das heißt, okay. Ich würde einfach auf den Meister gehen? Ja, schon mal Wurfellaffen zusammenbauen, genau. Es fehlen nur noch 10.000, also alles gut. Ich weiß, es ist jetzt sehr viel von wegen, ich mach hier die Arbeit und gebe dir nur Anweisungen. Nee, alles aber gut. Das wissen meine halt, das ist halt eine... Ich weiß, wie gesagt, ich bin selber in Koop-Bossen nicht so gut, deswegen... Spielst du jetzt alleine und ich helfe dir zu? Genau, ich mach den Anfang quasi so ein bisschen solo und hab dich quasi im Hintergrund. Dann kannst du irgendwie keine Ahnung zuschauen und vielleicht was lernen oder so, ich weiß es nicht. Ich lerne, wie ich Geld ausgebe. Wie ich schon mehrfach gesagt habe, ich spiele dieses Spiel nicht gut, ich spiele es einfach viel. Ich merke das schon. Gut, dann ist der schon mal. Dann kann ich den schon mal. Der kriegt Boot vom Alchemisten. Der ist nämlich auch 420. Da kann ich auch nichts machen. Und Quincy Stufe 11. Und sonst habe ich ja nichts mehr hier stehen. Ja, mein Chen ist gerade Stufe 12. Hab ich heute noch einmal hochgekauft, damit der die Anti-Kamo-Fähigkeit kriegt. Ne, ich habe ja die Fähigkeit, dass er in Stufe 3 startet, deswegen war der auch schon dabei. Ja, bei mir auch, durch das Affenwissen. Habe ich jetzt kurz vorm Boss ja gemacht, damit er safe ist. Und was mein Chen auch für eine Fähigkeit hat, ist das hier. Das ist natürlich auch schön. Das ist ganz cool, das ist so ein Drache, der schießt quasi. Das war Verschwendung, oder? Ja, schon mal ein bisschen.
aber der schießt halt, das ist halt quasi ja, ein Drache, der quasi ähnlich wie so ein Flugzeug in so einem Kreis fliegt und halt zielsuchende, explosive Kugeln verschießt. Okay. Also der ist schon nicht schlecht, muss man sagen. So, du kannst, wenn du magst, noch einen super, hier den Moloch bauen. Damit wir den nachher haben. Ja. Ich warte mal kurz bis nach der Runde, vielleicht wie Geld. Ich halte mal kurz auf den Finger auf die Dings. Headshot! Aber geldtechnisch sieht das gar nicht so schlecht aus der Zeit, muss ich sagen. So. Bisher sollte das, glaube ich, funktionieren. Außer ich habe mich brutal verrechnet. Sweet. Gut. Oder brutal verschätzt. Oh, na gut, die hätte ich vielleicht nicht mehr machen wollen. Gut, Moloch steht. Ne, bei mir passt da keiner hin. Yes. Nicht. Gut. Dann fehlt nur noch der in der Mitte. Genau, den habe ich gerade gebaut. Genau. Ach, sehr schön. Jetzt wird's spannend. Frage, ja. Weil du meintest ja Drui Paragon in Tier 3. Mhm. Wir haben jetzt 2, 3, 4 mit dem dann. Das passt so. BFB incoming! Headshot! Ich kann nichts mehr für dich tun. Doch, ich werde dir nämlich ab jetzt mein Geld geben und du möchtest dann bitte den Moloch in der Mitte zum Paragon machen. Also dein Moloch, der da in der Mitte steht. Der soll dann zum Paragon werden nach Möglichkeit. Hau dir jetzt so viel Geld drüber, wie ich kann. Wenn du so 150.000, 200.000 hast und machst einen Paragon, dann solltet ihr das schaffen. Also muss ich daneben hier das ganze Geld noch mit einsacken. Fähigkeiten bedienen. Bisschen hinterher. Ja, ich habe auch Fähigkeit gemacht. Fähigkeit läuft. Du hast jetzt quasi drei Aufgaben. Die Kisten einsammeln, Geld überschicken und noch gucken, dass es läuft. So ziemlich, ja. Das Problem, was ich habe, wenn ich jetzt gleich aktiviere. Oh, 1000. Ja. Ja, der macht okay Schaden. Das sollte nicht sein. COMG incoming! Oder. Ich glaube, meiner war auch 34 und der war genug. BFB incoming! Ist natürlich jetzt ganz doof, weil. Ah, normalerweise ist der Weg noch lang genug, oder? Ja, der sollte genug Zeit haben. Ich glaube, der Paragon ist stark genug. COMG incoming! Aber auch auf Level 34 sollte der genug Schaden machen können. Oh, was ist denn das für eine Melone? Ja, ich hab meinen Zombie-Kürbis wieder umgebaut, weil vorher hatte ich halt einen Halloween-Kürbis, dieses besondere Saisonal-Ding. Aber jetzt, da ja nicht mehr Halloween ist, habe ich mir gedacht, warum den Kürbis behalten. Übrigens, ich habe gerade noch einen zweiten Moloch gebaut. Verkauft ihn bitte wieder. Warum? Weil, verkauf ihn einfach erstmal, weil es gibt nämlich einen Affenwissenspunkt, dass Paragons nochmal deutlich stärker werden, wenn kein anderer Stufe 5 Affe auf dem Feld ist. Das heißt, dadurch, dass du jetzt den Moloch gestellt hast, wird, genau. Weil jetzt siehst du nämlich, wenn du den Paragon antippst, der hat ja jetzt ein Icon. Und das ist halt von dem Affenwissensding genannt Paragon of Power oder Paragon der Macht, wie auch immer. Und das bedeutet, dass wenn kein weiterer Stufe 5 Affe von diesem Affentypen auf dem Feld ist, dass er, ich glaube, 20% stärker wird oder so, was schon eine Menge ist. Also das wollen wir schon haben. Deswegen nach Möglichkeit bitte keine weiteren Stufe 5 Affen von vorfallen. Ich meine, das ist nicht schlimm, wusstest du wahrscheinlich nicht, aber trotzdem ist es, ja. Oh, was hat du? Am besten. Ich glaube, das ist auch Unterstützungswissen, also das müsstest du tatsächlich auch bald kriegen. Mal den schon mal. You can all you got. Das kann ich schon gemacht. Come on. Das könnte jetzt alles etwas ätzend sein. Mal sehen. COMG incoming! Der geht nicht super lange gerade, das ist sehr beunruhigend. BFB incoming! Noch Steine.
Und eine 93 ist schon viel. Ja, 93 ist sehr, sehr spät, leider. Ich glaube, so viel mehr kann ich auch nicht bauen. Ah ja, nee, ich glaube, mehr kann ich auch nicht bauen gerade. Achso, das ist. Warum hast du auf Boomerang? Ich war oben auch schon am Boomerang am Bauen. Das ist gut. Genau, den Boomerang-Paragon wollen wir dann. Ach ja, du kannst den Wurfpfeil-Paragon übrigens auch verkaufen. Den Dart-Paragon brauchen wir gerade nicht. Genau. Gut, dann schaue ich mal, dass ich ein bisschen was baue. Genau, und den Boomerang, den wollen wir dann nach Möglichkeit dahin haben, wo dein Quincy jetzt steht. Oder halt komplett direkt in die Mitte, das ging ja auch. Oh, hier ist wahrscheinlich wieder ein Pixel oder so. Genau, wir wollen halt jetzt gucken, dass wir so viel Geld, wie es nur irgendwie geht, zusammenbekommen. Fahren bitte 4-2-0. Ah, Mist, hab ich... Oh, ja, sorry. Die kannst du stehen lassen, ist okay, aber 4-2-0 ist deutlich effektiver. Ja, sorry, ich war am Träumen. Ist okay. Ich hoffe mal, dass das jetzt nicht den Riesenunterschied machen wird. Wir müssen halt gucken, dass wir einen möglichst hohen Boomerang-Paragon zusammenbekommen. Ich habe hier oben auch einen Boomerang 502 stehen, der boostet auch noch. Ja, genau. Dann gucken wir, dass wir da alle 6 Stufe 5er reinkriegen, wie es geht. Dass wir dann noch die anderen 25 Tiers oder 100 Tiers oder was reinopfern. Und dann sollte das, glaube ich, gehen. So, ich kann nicht komplett bauen. Aber gut. Ja, einfach so viel wie geht. Ja, ich. Gut, dann lass ich mal wieder laufen nebenbei. Das muss ich natürlich aussammeln. So, nimm. Das Geld. Nimm es. Ich kann auch noch irgendwo einen Bauern hin, von dem mir ein bisschen hilft. Ja, da. Salutations. Zack. Hallo. Genau, und jetzt ist das Ziel halt in den nächsten 5 Runden oder so viel Geld zu machen, wie es nur irgendwie geht. Genau. Also ich will jetzt gucken, dass ich hier nicht einmal mein Geld rüberkloppe. Nee, alles gut, passt schon. Damit du alles voll bauen kannst. Damit wir dann genug Geld kriegen für ich glaube, es reicht, wenn ich einfach zwischen den Runden das Geld rüberschubse. Ach, da oben sind noch Kisten. Ja. BFB incoming! COMG incoming! Jetzt gerade so ein bisschen der Waldgeist, die Boomeränge. Quincy so ein bisschen, die Tiere ein bisschen. Also die Runden sind eigentlich nicht so schlimm. Jetzt nochmal 60.000 von mir. Übertreib's nicht. Oh, schon gut. Hast du noch was zwischen? Ich bin echt mal gespannt, ob das reicht. Ja, da wo keine Farm hinpassen, kannst du Boomeränge hinstellen. Wie gesagt, wir wollen nach Möglichkeit noch, dass du die anderen beiden Stufe 5 Boomeränge noch baust. Also den Warp Domination. Bist du schnell? Ich versuch grad zu bauen, alles gut. Boomeränge, nicht Darts. Ja, deswegen, du hast mich verwirrt. Oh, Entschuldige. Also ja, machen wir nach der Runde gleich. Mal unten durch, einmal Mitte durch. So, oben hab ich. Den einmal. Genau, da hab ich 1, 2, 3. Ja, kriegen wir gleich zusammen dann. Wie viele Einzelaffen willst du nur haben? Wir gucken mal, wie es dann geldtechnisch gleich aussieht und dann okay, ich guck noch mal, spontan. Ich guck noch mal, ob ich hier irgendwas bauen kann. Aber ich glaube nicht. Ich glaube auch. Habe ich hier in der Mitte? Gut, also nach meinem Ermessen bin ich voll. Ja, ich glaube ich auch. Gut, dann machen wir weiter. Dann gib ihm. Ja, dann kannst du deinen Boomerang noch mal upgraden auf Level 5. Ist ja schon. Der linke nicht. Natürlich ist der. Ah, jetzt. Bin ich gemein. A new
phage. It's not that all you got? Oh yeah. So, wie sieht's denn gerade aus? Wir haben 100, ist nicht sonderlich viel, alles klar. Also ich habe noch 50.000, wären 180.000, 64.000. Das ist richtig. Das heißt, ich werde jetzt einfach nochmal so 2-3 Stück bauen, wenn ich hier kann. Jetzt aber ist die Frage, wir haben ja eigentlich die Serie von dir. Ich könnte die 3 Stufe 5 Affen ja verkaufen. Dann haben wir 30, haben wir 60, haben wir 70.000, weil wir haben ja von dir die Stufe 3. Meines Ermessens. Ich würde die sehr gerne lassen, weil die eben auch noch mit in die Paragon-Stärke mit einnehmen. Klar. Das heißt, ich würde eher vorschlagen, wir warten jetzt einfach ein paar Runden, bahnen noch ein bisschen und dann hauen wir alles, was wir können, in den Boomerang-Paragon. Mhm. Gut. Dann gib ihm. Ja. Ich glaube, zum Paragon würden wir dann machen wollen... Incoming. COMG incoming. Vielleicht sogar meinen, würde ich sagen. Ich noch mein Turboladungsaffe nicht vielleicht ein bisschen sehr weit hinten. Kannst du schon, gib ihm. Sammel mal deinen ganzen Kram noch ein, bitte. BFB incoming! Headshot! So ist. Achso, du boostest den noch mit Geld. Ja, ich möchte da möglichst viel Geld dann noch. Headshot! Incoming! PSP incoming! You can all have some! Einsammeln. You even see that? DDT incoming! Aber ich würde gucken, dass wir da so 700-800.000 reinstecken, also... Ich muss noch eine Runde warten. Warte! Bitte! Warte deine 700.000. Ja. Ich glaube, länger können wir auch nicht warten. Gut, dann... Gib ihm. Da habe ich noch was. Nein, hast du noch was? Ja. Ja, ich habe viel... Einmal nochmal kurz rüberschubsen, dann hau ich raus. So. 840.000. Ich hoffe, dass das reicht. Das ist ja... Ja, 68. Meine aber 66, 68. Die sollten auch gehen. Ja, meine waren ja auch nicht... Meine waren ja auch noch da. Muss ich halt nur hoffen, oder jetzt müssen wir halt nur hoffen, dass er gesagt hat, dass der noch genug Strecke hat, um den zu besiegen, weil der halt auch nicht optimal steht, leider. Wo steht der gerade? Mal. Ja, der steht halt da unten in der Mitte, das ist ziemlich gut. Headshot! Ah, schade, ich kann ihn von oben nicht pushen, sonst hätte ich da noch ein Dorf gebaut. So, shit. Ach, Mann. Ja, Moment. Okay, was mache ich? DDT incoming. Das ist doof. BFB incoming. Du musst jetzt reagieren. Ja. Is that all you got? Bau lieber Zauber ab. Wir wollen Magier Paragon für das letzte Tier. COMG incoming! Ich seh nichts mehr! Ist der da noch mal zwischen irgendwo? Nein, passt der nicht. Das ist so ärgerlich alles. Bis dahin. Headshot! Das könnte super eng werden. Wobei ich glaube, HP-mäßig geht das, aber zeitmäßig wird das halt richtig, richtig schwierig. Zeitmäßig wird das super schwer. Warte, ich helfe doch mal ein bisschen nach. Wie gesagt, brauche ich schon mal die Zauber auf. Die werden wir gleich brauchen. Brauche ich schon mal die Zauber auf. Ich kann nicht alles daran parallel machen. Headshot! Ja doch, das wird beim Boss von dir erwartet, dass du immer alles gleichzeitig machen kannst. Headshot! Und ich wüsste auch gar nicht, wo ich hinbaue, weil ich zu viele Farm habe. Ja, du wirst schon noch irgendwo Platz finden für 2-3 Zauber.
Gut wär's, wenn du gut wär's, wenn du mindestens einen davon rechts von Quincy bauen könntest. Direkt rechts von Quincy. Das wäre eine gute Position für den Paragon, denke ich. COMG incoming! Ach, wir verkaufen gleich eh alles, also passt schon. Wir warten auf uns. Gut, er ist schon mal weg. So, ja, aber sehr, sehr spät leider. Sehr, sehr spät leider. Jetzt müssen wir hoffen, dass der Magier Paragon gleich reicht. Es wird, alles verkaufen? Glaub, das... Nein, noch nicht, gleich erst. Achso, ich bin ja erst. Da bin ich wieder. Oh, ich hab's gemerkt. Ne, ich hab den Lastrim auch direkt mal ausgelassen. Also, ja. Wo hättest du gerne den Paragon? Also, ich hab jetzt 190.000. Nehm Quincy. Also entweder würde ich sagen, rechts neben Quincy oder oberhalb von meinem Etienne. Oberhalb von meinem Etienne können wir den erst hinstellen, wenn wir die Farm haben. Wenn die Farmen da weg sind, aber... Okay, Magus Perfectus könnten wir jetzt schon bauen mit 750.000, weil wir haben alles auf dem Feld. Nee, wir wollen da möglichst alles reinstecken. Also baue ich noch wieder deine anderen beiden Stufe 5er, also den Wizard Lord Phoenix und den Prince of Darkness. Kannst du bitte auf Deutsch reden? Danke. Wie heißt denn der Zauberer Phönix? Phönix Lord und Lord der Finsternis? Okay, hab ich. Finsternis, keine Ahnung. Genau, jetzt warten wir noch diese drei Runden ab und dann hoffen wir noch, dass es reicht. Das ist jetzt vielleicht nicht der stabilste Plan, aber es ist ein Plan oder so. Aber wenn ich weiterkomme als vorhin mit den 4 Millionen, wäre gut. Ich meine, der Boomerang. Der ist nochmal 2 Level höher, als er bei mir war. Das Problem ist halt, der steht ein bisschen anders. Deswegen weiß ich nicht, ob das jetzt so einen Riesenunterschied macht oder nicht. So. Nebenbei immer schon weiter Kisten einsammeln. Jetzt ein paar Mal über Tag. Ja. Alles klar, dann Runde 119. Gib ihm. Alles verkaufen? Yep. Alle? Achso, scheiße, ich darf ja nicht alles verkaufen. Ich muss ja das für den Paragon behalten. Ja, alles außer die Magier im Endeffekt. Ich wollte gerade sagen, Ja, den Sniper kann ich da behalten, meinen Helden kann ich da behalten, das sollte nicht den Unterschied machen. Kann ich da noch so einen Brittle Eisaffen hinbauen, der ist auch noch ganz cool. Dann baue ich einfach nochmal ein paar einzelne Magier dahin. 1, 2, 3, 4, 5. Ich glaube, der Rest ist von mir. 1, 2, 3. 19, 20, genau. 21, 22, 24. 3, 6, 9, 12, 15, 18. 21, 25. Dann skill ich die mal. In dem Punkt versuchen wir einfach, das Paragon gerade zu maximieren. Klar, verstehe ich. Machst du wahrscheinlich 022 oder? Ne, 202. Ich mach die 202. Also, haben die überhaupt irgendwelche. Haben die über irgendwas gerissen? Der hat ein bisschen. Ja, okay. Brauche ich den einfach nochmal in der Mitte? Ich glaube, in der Mitte werden noch am besten. Ich einfach direkt dahin klatsche. So, Magus. Wir können da jetzt 1,4 Millionen etwa reinhauen. Meinst du, wir sollten nicht noch einen Paragon, einen zweiten zur Sicherheit hinstellen? Oder meinst du, der Perfektus macht das alleine? Ja, das hoffen wir jetzt mal. Also bei mir haben der Boomerang und der Magier das alleine hinbekommen. Und rein da. Come on! Ja, der Magier war bei mir 2 Level stärker. Also der Boomerang war bei mir 2 Level schwächer, der Magier 2 Level stärker. Ich hoffe, das macht nicht den riesen Unterschied. You can all have some. Come on! Fett raus.
komm. Warte, 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 schneller laden, 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 laden und putz. Jawoll. Das, was du gerade gesehen hast, warum die HP so geschmolzen sind, ist, weil der Magier gerade eine Fusionsfähigkeit draußen hatte. Deswegen hat die HP so weggerannt gerade. Weil der Magier hat ja zwei Fähigkeiten. Der hat einmal quasi die Fähigkeit von einem verstärkten Fürst der Finsternis. Das ist der quasi so untote untote Zomb-Runes beschwert, also die großen grünen Untoten, die ihm ziemlich ordentlich Schaden machen. Und er hat eine Fusionsfähigkeit, dass der sich quasi mit seinem untoten Zauberphönix fusioniert. Und damit eben massiven Einzelzielschaden machen kann. Diese Fusionsfähigkeit kann eben sehr, sehr stark sein gegen den Boss. Oder generell gegen Boss. So, dann, 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 dann. Come on! Und Headshot! Und da sieht man gerade oben, wie die HP wegschmelzt. Das ist schon nicht schlecht. Die Frage, reicht das alles? Könnte halt fürchterlich eng werden. Come on. Der Umbach steht halt echt nicht so gut, leider. Der stand bei mir deutlich besser, fürchte ich. Aber ich krieg gleich nochmal eine Fusion raus. Und mach Come on. Ich werde jetzt lange, leider. Kannst du mir nochmal kurz das Geld übergeben? Achso, ich hab Geld. Und Headshot! Stärksten. You can all have some. Ja, der kommt mir noch auf den ersten bleiben, der fokussiert sich noch komplett auf den stärksten. Das wird eng. Wir sind auf jeden glaube, Fall. Ich glaube, das kriegen wir hin. Ich bin fürchterlich eng, aber ich glaube, das geht. Es sind 4 Millionen. Come on! Jetzt kann der Magier halt leider nicht selber. Oh komm, krieg ich noch eine Fusion raus. Komm schon, Fusion, Fusion, Fusion. Und. Boom. Und tschüss. Woo! Danke, danke. Danke. Ich meine, wir können ja noch einmal fix das Feld einmal anschauen. Karte überprüfen. Wir hatten. Ja, der Zauberer hat 23 Millionen gemacht, der Boomerang knapp 25. Achso, ich muss zurück. Karte überprüfen. Level 68 und 52. Puh. Genau, in dem Lauf, den ich einzeln gemacht hatte, waren die halt auf 66 und 54. Aber auch das hat. Ziemlich gut funktioniert. Was haben wir denn bekommen? Ein Alchemisten 004 und ein 202. Okay. Jo, das war ordentlich auf jeden Fall. Jo, damit. Ich bin fast lila Level 9. Ja. Und ich sage Ciao mit Frau Robin. Tschüss.